Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Dieses Mal mit dem alten Mikro. Tötet ihn! Und ohne Erik. Pünktlich zum großen Finale. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe ja die Konsole zwischenzeitlich ausgemacht. So. Sollen wir hier praktisch kämpfen? Okay, was auch immer das jetzt gerade war. Hat man uns richtig erwischt. Wir sind ja mitten auf dem Schlachtfeld. So, Sequenz 9, der Sturz. Ich brauche Nachschub. Doch eine Sekunde, Geschwind. Ich muss da wahrscheinlich noch was im Mikro einstellen. Stimmt alles soweit, also reiten wir zu unserem Ziel. Mit dem Pferd reißt es sich schneller. Ja, schlage ich auch mal vor. So. Also natürlich muss jetzt in dieser Offenbarung, die Sequenz 9 darstellt, einiges zu Brüche gehen. Also soll ein bisschen epischer dargestellt sein, auch von der antagonistischen Seite. Nicht so wie in Assassin's Creed 2. Also das muss ich Ihnen wirklich lassen, das Finale von diesem Spiel hier ist deutlich besser als das von Assassin's Creed 2. Das ist das Einzige, was ich an Assassin's Creed 2 zu kritisieren habe. Und das ist eine schöne Anekdote an die Sequenz 1. Da ist ja auch unser Pferd gestorben, meine ich. Auf dem Weg dorthin. Meine ich zumindest, also da kann ich mich auch irren. Und heute stehe ich mal wieder für eins meiner Let's Plays, weil ich meine, das wird jetzt einer der letzten Parts sein. Ich denke mal, es kommen noch so drei Parts. Danach werden wir uns nicht mehr großartig mit dem Spiel beschäftigen. Ich habe kein Schwert, euer Ernst? Ach doch, ich habe doch noch mein Schwert. Wobei ich glaube, ich kann auch einfach weiter rennen, oder? Ja, kein Problem. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon verkackt. Mindestens 5 Quadrate der Gesundheitsanzeige behalten. Ach so. So weit lasse ich es schon nicht kommen. Natürlich könnte ich die auch alle irgendwie besiegen und wir haben auch nicht Zugriff auf unsere Assassinen. Die sind ganz auf uns gestellt. Vielleicht finde ich es ein bisschen unfair, dass der seine Schergen einsetzen darf. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Oh Mist. Ja, dann mal auf da. Die anderen kümmert's gar nicht mehr. Nochmal drei von diesen Vollidioten. Schön, dass ich das gerade so getrennt gesagt habe. Ja, kommt doch raus aus so einem Scheißgebiet oder du. Von mir aus. Ach Mensch. Bleib mal in dem Scheißgebiet. Ich hasse es, wenn es so flackert. Was ist denn jetzt los? Voll verpackt irgendwie. So, jetzt aber. Ach, der kann auch wieder hoch.
Ach Mensch, es ist so unfair, wisst ihr das eigentlich? Das ist wieder so ein technisches Issue. Du stirbst hier. So, jetzt noch einer. Endlich mal. Okay, irgendwas Spanisches, meine ich. Ja. Jetzt sind sie wirklich aggressiv. Einfach so Zivilisten umbringen, das haben wir so jetzt nicht so großartig gesehen im gesamten Verlauf des Spiels. Wir lassen sie einfach mal so hoch. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. So straft der allmächtige Gott Sünder. Auch anonym werden. So, dann klären wir das mal, Schwind. Sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Ja, und jetzt, also, los geht's. So, auf den Belagerungsturm klettern. Natürlich doch. Wie auch immer ich das jetzt anstellen werde. Irgendwas will ich mir da schon einfallen lassen. Wie immer halt. Achso, etwas auch machen können, aber ich glaube, da lässt sich's nicht so gut klettern. Also von da unten aus gesehen. Daher einfach mal so, einfach mal ausprobieren. Achso, da kann man auch sicherlich so an die Holzlatte hochklettern und dann haben wir es geschafft. Oder ja, wir sind nicht ganz weit oben. Achso, da haben wir eine Leiter, oder? Ja, eine Leiter. Okay, scheint ein etwas längerer Weg zu sein, merke ich. Sonst kommt es immer mehr zum 2,5D Jump'n'Run. Okay, wofür wir auch immer wieder das gebraucht haben, wahrscheinlich nur um zur anderen Seite rüber zu kommen. Da, ich hab ihn. Okay, dann los. So gut sind wir ja mittlerweile. Ja, das ist alles natürlich unentdeckt. Ach du großer Gott. Ist es Monteregioni, kann es sein? Weil die sind ja damals eingebrochen bei uns. Oder ist es Rom? Ich weiß es nicht. Eine Sekunde mal geschwind. Ne, wir sind in Vienna. In Vienna einer. Oder ist es Wien? Ich weiß nicht, ob das jetzt Wien ist. Ich kann es mir eigentlich nicht so recht vorstellen. Also dass es früher mal der Name für Wien war. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine Stadt in Italien ist. Ja. Wir haben das Spiel Monteregioni angefangen, waren über das ganze Spiel hinweg in Rom und jetzt sind wir halt in Monteregioni. Oder nee, Vienna. Auch wenn es mich sehr an Monteregioni erinnert, das kann sein, dass es mal wieder so eine Kleinstadt ist. Mauern umgeben euch! Es gibt keinen drinnen! Dann komm, Ezio!
Ich sterbe nicht. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich bin der beste Krieger aller Zeiten. Bleib zurück. Das werden wir sehen. Ich kenne keine Niederlagen. Ein Auditore bezwingt mich nicht. Roma, Italia, España, alles wird mir gehören. Okay, der muss natürlich etwas schwieriger sein. Das darf man nicht vergessen. Ach, Mist. Auf geht's, damit ich dich erledigen kann. So, na warte. Oh, so ein Mist. Wobei, der verliert jetzt langsam an Rüstung. Soll mir recht sein. Okay, jetzt haben wir noch mehr Rüstung verloren. Was für ein spannender Kampf. Aber auch irgendwie unabwechslungsreich. Wir ändern nie irgendwie unseren Standpunkt. Das finde ich sehr schade. Okay, mein Handy gedrippelt wahrscheinlich schon. Ach nee, noch nicht. Es sind immer noch in unseren 15 Minuten drin. Ja, so langsam kannst du dich echt nicht verwirren, bis du nackt bist. Wenn wir das alles machen. Ach. Eine Sekunde mal, stimmt, so machen wir das nicht. Warum möchtest du lieber einen Salat schneiden? So. Und ich glaube, das ist auch hundertprozentige Synchronisation. Wir stechen dem jetzt nicht so richtig rein, das ist eher so eine Art Umarmung oder Erwürgen. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt.
Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Ja, wieder mal weiße Worte von Ezio. Und die setzen natürlich um. So, das ist jetzt unsere letzte Tat im Animus, denn jetzt werden wir nämlich rausgebeten. Beziehungsweise dann halt. Der Thron gehörte mir! Beziehungsweise im nächsten Part. Was wisst ihr schon? Sie wird dann halt außerhalb. Jetzt hier noch eine kurze Vergangenheitsaufarbeitung. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Wir haben dir doch in den Hals gestochen. Wie kann. Ihr tötet mich nicht! Ja, genau nicht. Das. Kein Mensch kann mich töten! Alter, übertreib. So, wir können uns gefasst machen, auch eine längere Outside ziehen, mehr oder weniger. So, jetzt haben wir auch unsere Romulus-Rüstung, warum auch immer jetzt erst. Mit einem Triforce. Ja gut, es wird auf jeden Fall keinen nahtlosen Übergang geben bei Assassin's Creed Revelations. Da vergehen jetzt einige Jahre. So, verlassen wir also Italien. Wir werden Italien nicht mehr sehen. In Revelations nicht. Da sind wir nämlich, sagen wir, noch im Römischen Reich. Allerdings zum Ende hin des Römischen Reichs, also Ostrom wohlgemerkt. In Konstantinopel. Heute ist diese Stadt unter einem anderen Namen bekannt. Das Kolosseum. Mehr dazu im Let's Play. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Warte, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Nun gut, Leute, ich würde mal sagen, für dieses außerhalb Finale von Assassin's Creed Brotherhood oder außerhalb des Animus-Finale von Assassin's Creed Brotherhood werde ich mir jetzt mal noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich würde mal sagen, ich beende den Part bis zum nächsten Mal und schau halt, die Unstaffen denkt daran, Freundschaft ist Magie. Seid dabei beim großen Finale von Assassin's Creed Brotherhood. Es wird nochmal plot-twistig. Wie in The Sixth Sense. Okay, nicht so ganz.